Am Samstag, dem 7. April 2018, lud die Roma-Volkshochschule Burgenland zum Thema eine neue Generation von Europäerinnen, junge Romnier und Roma und deren Selbstverständnis zur Tagung ins offene Haus Oberwart. Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Bürgermeister der Stadtgemeinde, Georg Rosner. Ich möchte Sie alle hier in Oberwart als Bürgermeister der Stadtgemeinde Oberwart recht herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wieder dieser internationale Roma-Tag hier in Oberwart stattfindet. Ab 14 Uhr ging es los mit Referaten, unter anderem mit der Aktivistin Ioana Spataro. Innerhalb der Roma-Community sind wir halt auch so bunt. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat das damit zu tun, was Sie erwähnt haben, mit dem wir nehmen immer die Religion und die Sprache an, die wir in dem Land anfinden, wo wir hingehen, hat, glaube ich, ganz viel mit der Unterdrückung der Roma zu tun. Anschließend fand ein Brainstorming statt, denn seit einiger Zeit macht eine neue Generation Roma mit ihren Aktionen auf sich aufmerksam. Ich bin im Romano Centro im Trainerinnenpool aktiv, das heißt, wir gehen in Schulen und sprechen dort mit Schülern und Schülerinnen darüber, was es heißt, Roma zu sein und darüber, was Antiziganismus ist und wie die Mechanismen von Antiziganismus in Österreich funktionieren. Und ich arbeite im Projekt Roma QBZ von ItWorks, einem Sozialprojekt, einem Arbeitsmarktprojekt, in dem Arbeitssuchenden und Arbeitslosen Roma und Romnia geholfen wird, Bewerbungen zu schreiben und sich am Arbeitsmarkt besser integrieren zu können. Aufklärung ist das Einzige, was die Situation der Roma in Österreich und europaweit verbessern kann. Aber Aufklärung nicht nur für Roma, sondern Aufklärung auch für die Nicht-Roma. Denn ohne Wissen können wir nichts verändern. Und ich habe das Gefühl, wir haben eine sehr gute Basis derzeit, um aufzubauen, um etwas Neues zu pflanzen und hoffentlich, dass die nächsten Generationen das immer weiter und weiter führen, bis es nicht mehr notwendig ist, auf Konferenzen fahren zu müssen, sondern es einfach Tatsache und Normalität ist, dass in Europa Roma leben. Martin Horvath vom Verein Carica eröffnete die Abendveranstaltung, die im Zeichen der Roma-Bewegung stand. Das ist sehr wichtig, dass sich sehr viele junge Roma engagieren, dass auch diese Arbeit, die Ende der 80er Jahre begonnen hat, auch weitergeführt wird. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Zu diesen jungen Aktivistinnen gehört auch die Romni Christina Horvath, deren Ausstellung im Rahmen der Veranstaltung präsentiert wurde. Ich habe die Roma und Sinti-Frauen gezeichnet, weil es irgendwie wichtig ist, Roma und Sinti-Frauen in den Vordergrund zu stellen, weil etliche Vorurteile noch existieren. So, ich Christina, da ist egal, Brigitte Benza, Juvlahi, Savebarikano Tan Andelen an die Romengere Historia und Aktivist Chahi, Save Upressikan, Sole Romen Zakerdo Ulo. Auch Politiker waren unter den zahlreichen Gästen. Die Zukunft gehört der Jugend und auch in diese Richtung soll vieles gemacht werden. Ich weiß, dass der Verein Carica sich bemüht. Ich habe schon mehrfach auch die Möglichkeit gehabt, dabei zu sein. Und ich glaube, das ist die richtige Richtung auch. Wichtig ist auch daran zu denken, dass die Roma die Anerkennung von 25 Jahren als Volksgruppe erreicht haben. Und wichtig ist auch, heute den Internationalen Roma-Tag zu begehen. Junge Roma haben auch historisch gesehen eine ganz zentrale Rolle für die Volksgruppe in Österreich gespielt, als vor 35 Jahren die Roma-Bürgerrechtsbewegung in Österreich ins Leben gerufen wurde. Susi Barane war eine wichtige Person, das ist im Ruhestuhl, leider Gottes, ist leider heute nicht da. Das war sehr wohl die erste, gemeinsam mit der Blecki, muss man korrekt sagen, die gemeinsam die Geschichte antrieben haben, nämlich wie es Verbot gegeben hat, dass alle Roma prinzipiell einmal ausgeschmissen werden, lokal. Und deiner gehört eigentlich der Große, Dankeschön. Es war halt für uns damals schon wichtig, dass wir sehen, unsere Kinder kennen ja was und wenn wir es fördern, dann werden es genauso gut wie die anderen dann auch besser. Und kommen also mit dem Weg eben in eine bessere Zukunft, dass Jobs kriegen. Weil es war nicht so einfach, einen Job zu kriegen, da im Raum Oberwart. 1993, Kodifizierung, Didaktisierung des Roman. Das ist überhaupt das erste Projekt in dieser Form gewesen und haben es auch abgeschlossen. Und es ist dann auch das erste Buch 1996 herausgekommen, Amen Roman Pisinas.
und in weiterer Folge auch 1996 wurde das Romanesi-Minderheitenschulgesetz im Burgenland aufgenommen. Musikalisch untermalt wurde der Abend von der Band Romanorat und dem David Samer Trio mit der internationalen Roma-Hymne Djelem Djelem. Dadurch, dass ich die Roma-Hymne selber spiele und dass jedes Mal, wenn ich wo auftrete, fühle ich mich zu meinen Wurzeln besser, noch näher hingezogen, zu meinen Roma-Wurzeln. Mit köstlichen Speisen aus der Roma-Küche und heißen Rhythmen endete der Internationale Roma-Tag 2018.